Ja, hallo liebe Freunde. Die Regierung hat die Impfpflicht ausgesetzt, liest man da im News ORF.at. Ne? Man schreibt genau, die Regierung hat heute bekannt gegeben, dass die Impfpflicht, die vorerst vor wenigen Wochen eingeführt wurde, wieder ausgesetzt wird. Dazu muss man aus rechtlicher bzw. verfassungsrechtlicher Sicht festhalten, dass die Impfpflicht ein Bundesgesetz ist. Das heißt, das Gesetz wurde im Parlament beschlossen, von den Abgeordneten beschlossen. Und ist dann nach der Kundmachung in Kraft getreten, wurde dann verbindlich. Wie kann es sein, dass nun mehr die Regierung beschließt, dieses Gesetz auszusetzen von seiner Wirksamkeit? Das ist das eigentliche Dilemma, welches wir im Staat haben, nämlich die Übermacht der Exekutive. Alle Gesetze, egal ob sie erlassen werden oder dann wieder ausgesetzt werden oder wieder abgeschafft werden, je nachdem wie man das sieht, das alles wird von der Regierung bestimmt und das Parlament selbst hat nichts zu sagen. Das ist das große Gewaltenteilungsproblem, was wir haben, die Übermacht der Exekutive, und das zieht sich querbeet. Auch hier bei dem Thema Impfpflicht ist das deutlich zu sehen. Ich meine, im Ergebnis ist es natürlich positiv, aber es zeigt wiederum, welche Schwächen unser politisches System hat und welche Schwächen unsere Verfassung in sich birgt. In diesem Sinne.